Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Stream. Heute spielen wir mal Marvel Midnight Suns weiter. Das ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen her. Der Kampf gegen unsere eigene Mutter geht weiter. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Auf jeden Fall Wolverine will schon wieder irgendwas von uns. Das werden wir direkt mal uns anschauen. Hey Junior, achte bei unserem nächsten Training auf deine Beinarbeit. Ist bald wieder soweit, oder? Ist bald wieder soweit? War das soweit? Nimm dir die Zeit, lass uns reden unter vier Augen. Ja, okay, let's go. Auf der Suche nach Gesellschaft, Logan? Komisch. Du kamst mir immer wie ein Einzelgänger vor. Wer? Ich? Ich mag Menschen. Das Problem ist, dass Menschen mich meistens nicht zurückmögen. Nun, wir brauchen deine Fähigkeiten. Also fühl dich hier gemocht. Und ich bitte um Entschuldigung für die Umstände. Wenn du in mein Alter kommst, schleppst du so viel Ballast mit, dass man dich lieber links liegen lässt. Also, danke, dass ihr diesen alten Mann nicht zurücklasst. Achso, ich bin über 300 Jahre alt. Komm du erstmal in mein Alter. So alt bist du auch nicht. Wir alle haben Probleme. Du gehörst zu den Besten. Ja. So alt siehst du nicht aus. Ich bin über 100, Junior. Na, ich über 300. Deine geschmeidige Haut muss dich getäuscht haben. Ich bin über 300. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Dann muss ich antik sein. Ich fühle jedes einzelne meiner Jahre. Du trägst ihn mit Würde. Ich könnte diesen Schmeicheleien stundenlang zuhören. Du darfst gerne so lange bleiben, wie du möchtest. Ganz ehrlich, Sarahs Unterkunft ist ziemlich nobel. Da kann ich Xavier mit seiner Bude einpacken. Manche halten sie für etwas unheimlich. Was Unheimliches für Unheimliche. Wie bei mir zu Hause. Ich finde es irgendwie witzig, dass seine Armhaare aufgemalt sind, wenn man sich das genauer anguckt. Ich glaube, da hat der Praktikant auch Spaß gehabt. So, ja, wir müssen jetzt noch Wolverine machen. Der braucht nur Armhaare. Das heißt, mal so 2 Stunden beschäftigt, irgendwelche Haare ranzumalen. Aber na gut. Ich meine, welcher Charakter sieht hier nicht irgendwie komisch aus? Aber ist mir gerade irgendwie extrem bei ihm aufgefallen. So, Blade, genau. Bin bereit für den Buchclub. Kann mich gerade gar nicht mehr so wirklich dran erinnern. Müssen wir nochmal gucken, ob wir das schon uns angeguckt hatten. Hey, ich hätte da eine Marvel. Bitte. Hunter, du bist am besten, wenn du dich auf deine bessere Natur besinnst. Okay. Ich habe es gesehen, ich weiß, es war besser eine Fähigkeit von Hunter des Lichts. 3 Tage. Ja, können wir Danke, machen. Hunter. Ich guck mal, was ich machen kann. Ich guck mal eben zum Buchclub. Oder zum Buch selber. Hallo, Agatha. Hunter. Das ist nichts Neues. Hallo. Wenn sie wankt, öffne das Buch und biete ihr das Wissen der im Gedächtnis behaltenen Dinge. Aber es tut gut, sie wieder läuten zu hören. Verschale. So verbissen dich Sarah auch vom Turm fernhalten wollte. Du hast dich immer wieder reingeschlichen, um sie auch ja bei Tagesanbruch aufzuwecken. So, jetzt haben wir uns das auf jeden Fall mal angeguckt. So, gehen wir mal unsere Runde durch. Keiner hier. Mitunter leistet Tony sogar einen nützlichen Beitrag, wie sich Bitte, du baust es. Ich zeige es dir, wie man damit trainiert. Aber sag dem Vampir, dass ich diesmal den Ton angebe. Wolverine. Teamwork, Taktik 2. Okay. Helden verursachen Bonusschaden und ziehen eine ihrer eigenen Karten, wenn Gegner in sie hineingestoßen werden. Ah, okay. Ja. Machen wir jetzt, glaube ich, eh nicht so wirklich, deswegen. Aber naja, ist ganz nett. So mehr können wir hier gerade nicht machen. Gamma Helix. Gib mir eine Sekunde. Okay, was ist los? Manchmal bin ich sogar von mir selbst beeindruckt. Sensenmann. Verbrauche die gesamte Blutung auf dem Ziel, um die verbleibenden Blutungsschaden zu verursachen. Wie lange sagtest du, warst du diesem Ding ausgesetzt? Es ist wahrscheinlich okay. Blocken, okay. Fesseln des Feuers zurückwerfen in eine beliebige Richtung. Okay. Schnellangriff. Hm. 43. Ich würde gerne mal wissen. Warte mal, Heldendeck. Ach, sehen wir sogar. Aber nur von Hunter.
benutzen wir das gerade? Fesseln des Feuers? Oh ja, haben wir ausgerüstet. Also könnte man das sogar verbessern, das wäre perfekt. Ist aber, glaube ich... Nee, doch, ist eine helle Karte. Perfekt, wenn wir hatten, hätten wir das für Captain Marvel auch direkt fertig, wenn wir das verbessern können. Ansonsten, ich weiß nicht, ob wir Schnellangriff oder Sensenmann nehmen sollen. Schmiede. Wir haben immer auf. Ich weiß halt nicht, ob wir Sensenmann benutzen. Aber Schnellangriff haben wir auf jeden Fall. Warte, fuck. Ich hoffe, du hast mir etwas Interessantes gebracht. Das sieht ja special aus. Ich bin diesem Artefakt schon mal begegnet. Ist nicht gut ausgegangen. Blutiger Dolch der Gedanken. Mhm. Okay. Forschungslevel erhöht. Schön. Stiller Teilhaber. Steve hat einen Anruf vom guten alten Nick bei S.H.I.E.L.D. bekommen. Er verspricht uns ein paar hübsche Goodies, wenn wir bereit sind, eine quantenkryptografische Verbindung im War Room herzustellen. Okay. Interessant. Durch den Nebel des Kessels kann ich einen Blick auf den, auf das erhaschen, was uns... Was ist und was sein könnte. Also, ich kann dir helfen, Hunter, wenn du nur auf mich hörst. Hm. Ja. Wir fangen damit erstmal an. Immer ein Vergnügen. So. Erstmal Sparing. Wen haben wir denn da? Ihn haben wir bald auf Level 4. Nice. Level 16 Sprünge. Springen verursacht im Kampf erhöhten Schaden. Das ist geil. Fähigkeit verbessern. Genau, Fesseln des Feuers. Let's go. 138, nice. Das ist doch. So, bei Blade können wir noch was machen. Was Sensenmann haben wir im Besitz, aber benutzen wir das dann auch? Schöner Angriff können wir auf jeden Fall gerne noch verbessern. Wir können jeden Vorteil gebrauchen. Hm. Heldendeck. Deck von Blade. Wer ist das Sensenmann? Ne, Sensenmann benutzen wir gar nicht. Okay, dann war vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir das nicht genommen haben. So, Rufverbesserung, können wir uns das leisten? Nein, können wir auf jeden Fall nicht. Was ist das? Teamwork Taktik 2. Helden verursachen Bonusschaden und ziehen eine ihrer Karten, wenn Gegner in sie hineingestoßen werden. Starte endlos Kampfmission im Hof, um EP zu erhalten oder im Kampf gegen Gegner im Limbo Heldenfähigkeiten zu trainieren. Ja, Schmelztiegel, war das mit den Mods? Ich glaube, das würde ich mir noch sparen. So. Bis zum nächsten Mal. Ach, Hundi, da bist du ja. Ich besorge dir später ein Leckerli. So, Kerze. Mit Trauma aufwachsen ist schon wieder dieses wunderbare Boot. Hier war das Thema mit X-Men. Kann man vielleicht Wolverine schenken. So, Carol. Deine Aufgabe gelöst. Dich jetzt wohl für großartig. Danke, Hunter. Verdoppelt jeglichen Heldenmutzuwachs 2 Züge lang. Oh. Könnte auch praktisch werden. So, was ist noch auf meiner Karte? Die Schmiede? Captain America? Hab ich gar nicht gesehen. Ach, da hinten. Ich bin nicht sicher, was ich von der Grotte halten soll. Sie ist nicht groß genug, um Bahnen zu schwimmen. Sie ist bloß zum Chillen und in der Sonne liegen gut. Ja, das dient einem wichtigen Zweck. Komm, leb ein bisschen, das sehe ich auch so. Ja. Ach komm schon. Wie kann man sich nicht über Badespielzeug freuen? Für meinen Geschmack fühlt sich das ein wenig zu sehr nach Schwimmwesten an. Solange es das Team nicht zu sehr ablenkt, können wir es wohl als Moralschub verbuchen. Nicht nötig, mein Gemecker rauszuposaunen. Ich darf mir schon oft genug anhören. Ich hasse Wasser. Tue ich nicht. Nicht wirklich. Was ich hasse, ist, dass ich Jahrzehnte meines Lebens ans Meer verloren habe.
Aber wenn ich es wirklich hassen würde, wäre ich wohl nicht hier. Oh, okay. Cool. Minus eins. Merke ich mir. Oh, Netzwurf. Kraftvolles Zurückwerfen in beliebige Richtung. Gegner in Nähe erleiden 33 Schaden. Cool. Das schöne Spidey. Ah, das können wir noch nicht machen. Heldenmission noch verneuert? Nee. Und die, warum? Heldenherausforderungen sind auf jeder Allgemeinmission verfügbar. Heldenmissionen gewähren zusätzliche Belohnungen, wenn zusätzliche Bedingungen erfüllt werden. Ja, können wir ja mal gucken. Mir gefällt, wonach das aussieht. Danke, Hunter. So, wir können ja mal kurz gucken. Helden, Spider-Man, können wir das vielleicht? Netzwurf, kraftvolles Zurückwerfen. Ja, mal zurückwerfen, schnell. Ziel wurde in diesem Zug bereits getroffen, plus 66 Schaden. War auch nicht schlecht. Aber eine beliebige Richtung ist halt auch immer nice. Könnten wir ja mal austauschen gegen den Netzwurf. Hier, zack. So, Südwesten der USA. Oder das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal da oben. Stand das vorher auch schon mal da? Und zu New York könnten wir auch zurück, aber da geht gerade gar nichts ab. Es gab nämlich zwischenzeitlich auch wieder irgendwelche Updates, deswegen kann sein, dass das vielleicht neu ist, aber ich habe das noch nie gesehen. Schütze das Hydra-Gerät, besiege Gegner, Beschwörungskreis, Handlungsmission Spirit of Vengeance. Ach komm, wir machen jetzt mal direkt die Hauptmission, hab ich Bock drauf. Let's go. Und was soll ich jetzt machen? Johnny Blaze anrufen? Mit meinem Spirit of Vengeance Handy? Das war die Idee. Wow, wow, wow. Ich scherze nur. Wir aber nicht. Mit den Purpurbändern von Cytorak kann die Spiegeltafel die natürliche Verbindung zum Spirit of Vengeance vielleicht aktivieren. Eine Leihgabe des Dämons in unserer Schmiede. Etwas Aloe wird dem Scheuern vorbeugen. Bisher ist jeder unserer Versuche fehlgeschlagen. Wenn wir Blaze und die Seite finden wollen, dann brauchen wir jetzt Robbie Reyes und den Ryder. Gut. Was soll ich tun? Fest an Blaze denken? Blaze! Die Geister sind verbunden. Was du nicht sagst. Du kannst dem Schicksal nicht entfliehen. Du kannst dich nicht verstecken. Oder Lilith, wie es scheint. Wir müssen gehen, Hunter. Das Pergament der Macht darf auf keinen Fall in... Bin dran. Tisch ab, Glühwürmchen. Das war genial. Ja, wir nehmen Blade mit. Komm. Let's go. Wir passen doch alle so gut zusammen, alle im Leder-Outfit. Ich hätte nie gedacht, dass ich Johnny Blaze mal jage. Wirklich? Ich jage lediglich. Ich muss nichts haben, diesen Feigling durch die ganze Wüste zu gehen. Es ist ein Wettrennen. Wir müssen vor Hydra bei Blaze sein. Ich hoffe, du findest ihn schnell. Sie geben richtig Gas. Wir müssen uns das Pergament von ihm holen. Und lass dich nicht mit einem Nein abspeisen. Darum kümmere ich mich. Perfekt. Perfekt. Was zur Hölle? Hm.
Für Hydra, ihr Loser! Ihr seid echt solche Trottel. Oh Mann, will etwa... Er zieht es echt durch. Zieht was durch? Festhalten! Na toll. Noch eine Fleischpuppe, Lady? Wenn du so scharf auf die Seite bist, hol sie dir doch selbst. Verdammt. Wirklich. Aber ich habe meinen Kindern versprochen, sie aus deiner Seele reißen zu dürfen. Welche Seele? Hallo, Mutter. Was für ein Auftritt. Oh, schon wieder eine Nest Mother. Beschwören mit jedem Zug Altäre, vernichte sie, um den Nestmother zu schaden. Dort kann man ja schon in Altare nicht zerstört werden, aber mit den Nestmother sind möglicherweise in Monumente. Monumente haben verschiedene Effekte, die den Gegnern helfen und die Helden stören können. Keine Gnade. Wie heißt es so schön? Gut, dass wir Blade mitgenommen haben. Ich freue mich jetzt schon auf seine Verkettung. Sie müssen ihren eigenen Untergang bekommen. So, schauen wir mal. Haben wir schon so einen Verkettungsangriff. Ziel auf einen Gegner, er greift zweimal seinen nächsten Verbündeten an. Oh ja, das war ja auch geil. Also bei Co. verbergen. Verkettung, yes, das brauchen wir erstmal. Hier auf die Steinchen. Nice. Jetzt mache ich ernst. Sehr schön. Deine Gewalt sollte man nicht unterschätzen. Wie viel Leben hat die eigentlich? 552, okay. Das könnte ein bisschen dauern. So ein Stein. Oh, die gehen ja alle auf Ghost Rider, okay. Ja, wir können ja nur auf die Hunis oder die Steine. Haben wir noch zwei Aktionen? Und so ein komisches Vieh haben wir auch noch. Bist du denn? Sehr hässlich. Ja, machen wir das mal auf ihn, Gedankenbeuge. Ach, er macht das direkt. Das ist natürlich praktisch. Oh, er hält sich da durch. Ah, nein, gut. Oh, auch praktisch. Oh, der Skill ist nice. Cool. Was kann man noch Schönes mal? Füge allen Gegnern in einer Linie Schaden zu. 285. Okay, jetzt geht's gut los. Warte mal, wenn wir uns hier hinstellen, vielleicht kriegen wir sogar alle hier in einer Linie. Ja, warte mal. Ich stell mich mal. Ah, das könnte knapp werden. Gucken hier so. Ich hoffe, das reicht. Okay, wir kriegen doch nicht alle, glaube ich. Die zwei. Ah, mal gucken, ob wir die drei kriegen. Ja, nice. Ich kann mir kaum ausmalen, welche Sünden sie begangen haben, um das zu verdienen. So, ein Steinchen haben wir noch zum Werf. Können wir das Ding? Ah, ne, brauchen wir wieder Heldenmut, haben wir keins mehr. Ja, okay. Gut. Oh, weiter. Autsch. Das wird eine Schweinerei. Oh, macht sie keine neuen? Au. 87.
Armor Blade. Ich finde es schön, dass sie sich immer selbst schaden macht. Vielleicht sollte ich mich geschmeichelt fühlen. So. Cool, wir haben für nichts Heldenmut. Das ist natürlich blöd. Ah, das hier mal weg. Schnellangriff. Ah, was macht das Ding überhaupt? Was grünet? Ah. Wir können auf den Hundi gehen, dann wird die Aktion bestimmt erstattet, oder? Ja, nice. Perfekt. Zurückwerfen. Zurückwerfen geht bestimmt wieder mit den Dingern nicht, ne? Passivfähigkeiten? Immun gegen Zurückwerfen, ja. Damit können wir den aber killen. Und wir kriegen noch Blocken. Das wäre perfekt. Du warst so schwach für diesen Kampf. So, jetzt haben wir schon wieder keinen Heldenmut mehr. Läuft ja. Silberflock. Lebensraum. Dann machen wir das hier weg. Opfern. Was ist das denn? Gegner, die von K.O. geschlagen werden, explodieren und verursachen dabei für zwei Züge 38 Schaden. Ah. Okay. Ah, dann kriegen wir dafür Heldenmut. Okay, das ist nice. Das ist die Frage. Irgendwas. Brauchen wir zu beide zwei Heldenmut Lebensraub. Na ja, komm, lass uns einer weg. Oh, er heilt sich auch noch. Nice. Das war ja was. Sehr, sehr nice. Nice, widerstanden. Und nochmal widerstanden. Geil, Hunter. Sie haben noch nicht genug. So, was haben wir hier? Gnadenlos. Denk daran, die Altare im Auge zu behalten. Durch sie kanalisiert die Nest Mother Lilith. Das wird nicht reichen, um sie oder zu geht retten. Nice. Deine Mutter verlässt dich. Was haben wir hier? Seelen entziehen. Verkettung, nice. Könnt ihr wieder auf so ein Steinchen gehen. Boah. Oh Scheiße, wir haben Blade auch noch erwischt. Ich habe so etwas schon mal gesehen. Shit. Vor Jahrhunderten. Wir könnten mal genauer durchlesen müssen, wa? Das ist auf jeden Fall neu. Okay. Wir haben keinen Heldenmut mehr, leider. Heldenkompo schmeiß ich mal raus. Heilen. Müssen wir irgendwen heilen? Mir geht noch. Kann man wahrscheinlich auch nicht umwandeln. Nee. Schmeiß ich nochmal eine Seelen entziehen weg. Sichelkette. Kraftvolles Zurückwerfen. Könnten wir eins der Hundis. Ja, kriegen wir beide Hundis. Nice. Bam. Das ist auf jeden Fall neu mit dem Explodieren. Blade stand da schon wieder viel zu nah dran. Aber ich denke mal, das sollte noch passen vom Health her. Wir können auch ein Steinchen werfen. Hier.
deine Zeit war gekommen. Alter, bei dem explodiert ja alles. Was du getan hast. Wie viel Leben hat sie jetzt noch? 57, okay. Sollte sie ja nächste Runde down sein. Ich bin kein gewöhnlicher Sterblicher. Wir sind mehr. Du wirst niederknien. Sag mal, hielt der Dicke sich immer? Oh, er ist verflucht, das ist nicht gut. Ich bin immer noch im Fokus. Was macht denn ein Fluch? Ist das so was wie... Bisher schlagen wir uns gut. Sehe ich da zufällig kaltblütig? Ich lege eine zufällige Karte ab, wenn Blade eine Karte spielt. Ah, okay. Na gut. Du machst erstmal eine Verkettung. Aber sonst kein Stein mehr. Nur noch den großen, okay. Ist der down? Dann können wir noch Ghost Rider befreien. Ich bin beeindruckt. Ach, das Ding ist gar nicht down. Wir haben immer noch zwei. Oh. Okay. Hier, dann flock den Stein. Zack. Nice. Oh, sie hat immer noch zwei Leben, ne? Ja, wow. Zwei. Okay. Vielleicht wird es doch diese Runde noch nix. Wir haben immer noch Heilen. Ja, können wir vielleicht langsam sogar gebrauchen. Ich will mal gucken, ob wir noch kriegen könnten. Rache. Zurückwerfen. Lege eine zufällige Karte ab. Gewährt zwei Seelen. Sie hat volle Gesundheit. Ah, hier. So gut. Zack. Sparen wir uns das Teil noch auffliegen. Wir werden die Feuer der Hölle mit deiner Seele schüren. Wie kriegt er Gesundheit nicht zurück? Ja. Hier. Ich glaube, Ghost Rider hatte irgendeinen Statuseffekt drauf, oder? Seelen? Fühle die Seelenanzeige, indem du Gegner K.O. setzt, um eine Kopie von Seelen in Ziehen zu generieren. Okay. Das Füllen der Seelenanzeige erhöht die maximale Gesundheit von Ghost Rider um 15%. Ah, damit explodieren war irgendwie was Neues. Schänder. Das sollte eigentlich nicht wehtun. Noch mehr Lämmer auf der Schlachtbank. Ja, ich glaube, der hielt sich immer. Schade. Sonst wäre er wahrscheinlich mittlerweile auch schon down, wenn er jedes Mal 117 Schaden bekommen hätte. Lass dich nicht von ihnen ablenken. Werde den Wächter los und erledige dann die Nestmother. Ja, ich bin ja dabei. So, die ist down. Ich spüre meinen Ruhm. Geschafft. Aber noch seid ihr nicht über den Berg. Wirklich? Du sagst es, Junge. Ja, mehr oder weniger. Die Seite, Blaze. Dieses Mal bin ich nicht so gnädig. Später mehr. Seelenlose. Die Bastarde riechen das Mistding wohl. Verdammt sei meine Mutter. Lilith ist den Seelenlosen sowas von egal.
Und sogar Cthulhu. Wem dienen sie dann? Gute Frage. Aber im Moment habe ich eine bessere. Ihr wollt das? Deswegen seid ihr alle hier? Hier, bitte, bitte! Tenebris, Ignis. Lux Tenebris. Warte, er liest doch nicht die Seite. Doch, tut er. Zurück! Hier wird es gleich richtig. Vesposa! Illuka! Überlebe 4 Züge lang den Angriff der Seelenlosen. Dann könnte das spannend werden. Wenn du eine Karte einsetzt, um einen Seelenlosen zu besiegen, wird die Aktion zurückerstattet. Und noch stärkere Seelenlose besiegst, ziehst du weitere Karten auf der Hand. Okay. Es steckt wohl noch immer etwas Kampfgeist in dir, Johnny. Bin übrigens sehr beeindruckt, dass deine Klamotten sich automatisch reparieren. Aus dem Darkhold das ist sehr praktisch. War nicht, worauf wir gehofft hatten. Sprich für dich selbst, Lady. Höhenschlund machen. Boah, zieh mal Karten. So. Barbarisch. Hast du einen Kettenangriff? Yes! Nice, let's go. Bam, bam. Voll, Moment, ich guck mal. Vielleicht können wir direkt 3 erledigen. Den hier. Und den. Nice. Ich weiß, wie sehr du der Versuchung widerstehst, Blade. So, was haben wir noch Schönes? Er hat auch Verkettung. Warte, nehmen wir mal auch die, die wir direkt vielleicht down kriegen. Also leider nicht so viele hier. Na komm. Alle werden gerichtet. Nice, er hielt sich. Oh, wir haben den Heal sogar mitgenommen von der letzten Runde. Hellenschlund, ja. Ist ganz nett. War auch nicht so mein Favorite. Halte bei K.O. verbergen. Das könnte praktisch werden. Und wieder fallen Liliths Diener. Aktion erstattet. Zorn. Ziel hat Blocken, plus 134 Schaden. Hat irgendwer von euch Blocken? Nee, ne? Die Verdammten. Der Kuh wird eine Aktion zurückgestattet. Ich glaube, so was haben die nicht, ne? Lebensraub. Oh, komm. Was immer den Zweck erfüllt. So, wir haben noch 2 Aktionen, aber kein Heldenhut mehr. Das ist blöd. Heldenkombo schmeiß ich mal weg. Sichelkette. Kraftvolles Zurückwerfen. Ja, machen wir mal so. Ach scheiße, kann ich mal nachziehen. Okay, können wir noch einen Stein oder so werfen? Das braucht wieder 2. Was, den können wir noch machen? Aber Blade steht da gerade ein bisschen ungünstig drin. Warte mal, ich kann auch den Charakter wechseln. Dann sollte das okay sein, hoffentlich. Ja. Also noch eine Aktion. Wir können nichts mehr machen. Wir könnten uns noch irgendwo anders hinstellen, aber... Ja, muss gehen. Ich glaube, die mögen mich. Deine Schläge klingen hohl. Okay. Jetzt wäre ja so ein Flächenangriff richtig schön. Nicht stark sein, doch sie Verkettung. Einen mit ihrer schieren Anzahl. Werd nicht überheblich.
Nee. Wären die Lillin nicht genug, kriegen wir es jetzt mit den Dienern eines anderen Bösen zu tun? In der Hölle ist für jeden Platz. So, er blutet, das ist schön. 184 Zorn opfern Gegner, die von K.O. geschlagen werden, explodieren, wo ist er dabei? Ach, das war's. Ah, okay. Ja, komm. Das war ja ganz cool, wenn keiner im Weg steht. Füge allen Gegnern einer Linie Schaden zu. Wenn wir uns hier im Stein hinstellen, können wir die vielleicht alle kriegen, oder? Das wäre geil. Und 3 dafür. Und noch Zwergsonic wird erstmal nochmal mit ihm was machen. Hier. Küsst du mit dem Mund die Mutter? So. Gnadenlos. Brauch auch keinen Heldenmut. Mutter. Vielleicht findet er aber auch ganz geil hier hinten im Feuer, oder? Der chillt da die ganze Zeit. So, füge allen Gegnern im Gebiet Schaden zu. Yes, so was brauche ich doch. Oh, geil. Oh, perfekt. Ich hatte auf eine Herausforderung nice. Auf. Darauf hat gewartet. Yes. Nice. So, Hellride könnten wir immer noch machen. Wenn wir uns hier hinstellen, ich weiß halt nicht, wie lang sein Hellride geht, aber die drei, die stehen alle gerade so schön in einer Linie. Warte, also dafür müssten wir uns mal kurz umstellen. Ungefähr. Oh, ich hoffe, wir kriegen Hunter nicht damit rein. So. Dann Hellride. Ja, das sollte klappen, ne? So. Ja, nice. Oh, stimmt, die explodieren ja alle. Geil. Ich bin beeindruckt. Das ist schon cool. Aber Hunter hat nichts abbekommen, oder? Nee, nice. Die stellt sich ein bisschen schlauer an als Blade anscheinend. Ja, auch ein bisschen Leben. Ah, ihr bräuchtet beide ein bisschen Leben, wa? Lege eine jetzt völlige Karte abgewehrt, 2 Seelen. Ziel hat volle Gesundheit plus 76 Schaden. Oder Fesseln. Können wir vielleicht sogar 2 noch. Ja. Du warst unvorbereitet. So, dann nochmal zurückwerfen. Ja, komm. Den. Achso, das geht wieder nur. Ah, okay. Machen wir mal lieber Schnellangriff. Bin dabei. Qualität gleich Qualität. Aber so viele ermordet. Ist die Mutter von mir in der Hölle. Nice. So, können wir noch Rache machen. Ja, hier kommen. Ich kann ihn leider nirgendwo gegenschleudern, aber glauben es ja trotzdem. Und explodiert wahrscheinlich noch, oder? Ja. Alle, die der Mutter dienen, sind verdammt. So, Heldenkombo schmeiß ich mal weg. Silberfrog. Yes. Drauf da. Ein paar für uns übrig. Er hat ein Leben übrig. Eins. Mann, Blade. Wir können aber auch nichts mehr so wirklich. Gut, wir könnten nochmal. Pack mal den Hellride kurz weg. Vielleicht kriegen wir noch was heilen. Ja. Hier. Das Licht wird dich heilen. Stimmt, wir können unser Halsband. Das wird eine große Hilfe sein. Déjà vu.
So, was haben wir hier? Verkettung. Noch mehr Verkettung, das gefällt mir schon gut. Oh, bin schon dabei. Ja, zack. Explodieren die jetzt auch alle? Nice. Geil. Ja, schon nice. Das ist schon sehr nice. Aber nur kein Heldenmut mehr. Schmeißen wir die Heldenkombo wieder weg. Vielleicht kriegen wir irgendwas. Genau, Katana-Hieb, nochmal Verkettung. Let's go. Hey, Levelaufstieg. Auch die Besten können noch besser werden. Nice. Da ein bisschen mehr Gesundheit. So, schützender Angriff. Erbärmlich. So, was haben wir noch? Rache zurückwerfen. Na gut, die sind ein bisschen weit auseinander. Ah, naja. Raus aus dem Spielfeld. Okay, er kommt wieder rein. Daran haben sie gedacht. Oh, Fesseln des Feuers. Auch zurückwerfen. Dann kommt er weg. Lauf das nächste Mal, solange du kannst. So, was haben wir hier noch Schönes? Verkettung nochmal. Hier, Schnellangriff. Zack, dann ist der auch weg. Du wolltest es so. Lass ein paar für uns übrig. Man hat läuft, ja. Haben wir überhaupt noch irgendwen übrig? Nö. Sind ja alle schon tot. Es mag das Ende ihres Ansturms sein, aber entspann dich lieber noch nicht. Dabei fing es gerade an, Spaß zu machen. Hier Verkettung. So. Jetzt bräuchte ich direkt wieder so einen Gruppenangriff von Hunter. Das wäre geil. In einer Linie. Naja, ja, gar kein Heldenmut. Und die sind auch gerade alle irgendwie nicht so ganz in einer Linie. Haben wir noch? Erhalte K.O. Ach ja, er hatte noch Verkettung. Mensch. So, zack, zack, zack. Und hab noch einmal. Ah, hier zweimal. Leide unter deinen Verbrechen. Da hatte jemand ein paar Leichen im Keller. Gnadenlos. Zack. Wird von dir enttäuscht sein. Das läuft aber auch gut hier gerade. Erhalte bei K.O. verbergen. Ja, ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Und ein Leben wieder. Ah. Lilith hat dich zum Sterben hergeschickt. Silberflock. Klingt, als würden sie einfach ihre Mama vermissen. So. Leider können wir nicht alle dauern, aber naja. Wir werden sogar leben. Hoffentlich. Du wirst es bereuen, mir jemals gegenübergetreten zu sein. Yay, Ziel abgeschlossen. Das war. Als hättest du den Sturm vorerst einfach. Überlebt. Das ist doch was. Ich melde mich.
wie man einen coolen Abgang macht. Nice. Das hat Spaß gemacht. Wieder mal ein wunderbares Cover. Ich liebe diese Cover. Die sind, ja, sind toll. Was ist eigentlich immer den anderen beiden? Wir haben sie komplett weggelassen.